Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hier. Jetzt gibt's Tantan-Nudeln. Ein krasser Asiate, der soll sehr zartes Rindfleisch haben. Und ihr wisst, ich liebe zartes Rindfleisch. Da war ich mal mit Dimi. Ja. Das war eine starke Enttäuschung. So, schauen wir mal, was die haben. Ein bisschen Verwirrung hier, Leute. Die sind noch nicht auf Hochtouren. Die brauchen noch einen Kaffee erstmal, weil Getränke sind nicht alle am Start. Tisch wird hier nicht sauber gemacht. Und ja, Hauptsache Fleisch ist zart, der Rest juckt mich nicht. Ein erfrischender Drink, Leute. Es regnet zwar, aber es ist mega heiß. Wo gibt's den Bubble Tea Laden? Eigentlich schon zu weit, aber nicht so weit. Ah, erinnert mich an Vietnam. So, Asian, not too sweet. So, das ist mein Ei, Leute, für die Gains. Das muss hier. Geben Sie mir bitte mein Ei. Sehr zart. Ich kann das nicht abwarten. Ich bin eigentlich nur wegen diesem Beef hier. Aber eine Kollegin meinte, es ist so zart, es ist so gut. Er hatte einen Knorpel ein. Okay, ich muss doch warten. Ah ja, Suppe ist gut. Das lag an meiner Entscheidung. Ich hatte ein Stück mit so. Nicht Knorpel, wie nennt man das? Ein Sehne, ey. Hab noch nicht mal meins probiert. Das ist mein Stativ, das ist mein Setup gestört. Jetzt, wenn ich das wieder drauf tue, ist der Blickwinkel anders. Egal. Jetzt wisst ihr warum, Leute. Oh. Das essen wir Vietnamesen immer mit Reis. Das ist Spinat. Und Wasserspinat. Heißt es auf Deutsch. Und mit Beef. Nein, nicht mit Beef. Oh. Nein, das hier nicht, aber. Ach so, bei unserem Gericht, ja. Und mit Sojasprossen. So. Lecker. Nur super fettig. Was geil ist, das ist nichts Schlechtes. Also sie haben sich mit dem ganzen Öl und so und Fett aufgebaut. Sehr geil. Da fehlt so ein bisschen der Wow-Faktor. Der ist so okay, lecker. Ja. Vielleicht hier mit Fleisch, Digga. Fleisch. Wo ist denn mein Fleisch? Ja. Achso, ja, eins davon ist eins. Für dich cool. Ich weiß nicht, nein, nein. Mach. Achso. Ich dachte, es ist flüssig. Es sieht schon von außen nicht flüssig aus. Und? Ja. Also ich hab hier gar nichts Zartes. Ich würde sagen, ich gebe dem Laden eine solide 7.
kann man machen. Ja. Ist in Ordnung. Ja. Aber ist jetzt kein, wie die Kollegin beschrieben hat, irgendwie das Beste, zarteste, was weiß ich. Sie hat sehr viele Hyperlativen, Hyperbowls verwendet hier. Uncle Chen, Kuss geht los an dich. Du bist meine Nummer 1. I love you, Uncle Chen. Mach dich. Aber meiner schmeckt mir mehr als deiner. Mir schmeckt meiner tatsächlich. Dann haben wir ja richtig aufgesucht. Wir haben halt schon aufgehört zu essen, Leute. An meinem Esstempo kann man auch sehen. Es ist halt so, ich könnte einfach auch aufhören zu essen. Im Sinne von, es ist jetzt nicht so, ich habe nicht das Bedürfnis, es aufzuessen. Es ist nicht eklig, nicht schlecht, aber es ist auch nicht so gut, dass ich es gerne weiter essen würde. Es ist einfach nur relativ neutral. So. Ja, die Zunge ist betäubt, ja. Hast du dann auch weniger Bock bereit zu essen? Es ist halt... Ja, es ist halt neutral. Also die Begeisterung ist nicht da. Die Kids würden sagen, mit. Schon sehr ölig und fettig. So, schauen wir mal, Leute. Also das ist keine Suppe, Leute. Also das ist Suppe. Das ist einfach nur Öl. Schaut mal, Leute. Wir nehmen die Nudeln von hier. Nein, ich mag das noch nicht. Wir nehmen die Nudeln von hier. Lassen die ein bisschen abtropfen. Und tun sie in meine hier. Oh yeah. Macht zwar nicht so viel geiler, aber ein Ticken geiler. Ich bringe euch jetzt einen Vergleich, okay Leute. Ihr geht Feierabend mit Kollegen irgendwo essen. Die suchen sich das Restaurant aus. War okay alles? Dann rufen sich deine Jungs an, okay? Hey, yo Bro, wir holen uns McDonald's, wir holen uns Maggie, wir holen uns einen Döner. Kommst du? Nach diesem Ding sagst du, yes, okay, ich komme, wartet auf mich. Dann gibt es aber Läden, wo es so lecker war, da sagt ihr den Jungs, wow, sorry, ich hatte gerade so ein geiles Essen, ich kann nicht. Ja, weil du den Geschmack nicht übertönen willst. Also was obwohl von der Füllmenge ihr von beiden Sachen gleich voll seid. Also es ist nicht so, dass das, was super lecker war, ihr viel mehr gegessen habt, sondern beide ungefähr gleich voll. Bei dem einen geht ihr trotzdem nochmal raus mit den Jungs, bei dem anderen sagt ihr, wow, ey, passt. Wir sehen uns das nächste Mal. Finished! Wir haben Kindermuffins verkauft, Leute. Cupcakes. Muss ich natürlich zuschlagen. Support ist kein Mord. Die jungen Hustler bereits in der Mine am Geld machen. Hoffentlich investiert dies alles in Krypto. Bubble Tea Time. In. Mal schauen, was wir haben. Frisch geschnittenes Obst, Leute. Und das schätzen nie die Underdogs. Classic Milk Tea wie immer und einen fruchtigen. Was ist das? Litchi? Litchi Green Tea. Drei Toppings. Aloe Vera, was war das? Sakura und Tapioca. Nein. Nein, der ist nicht weg. Okay. Ich spüre noch, wie meine Zunge betäubt ist von dem Land davor.
Ist nicht schlecht. Ist fresh. Lecker. Mir einen Ticken zu süß, aber wir haben auch nicht gesagt, wie viel Prozent Zucker wir haben wollen. Mhm. Aber definitiv nicht der schlechteste, den wir haben. Mhm. Definitiv nicht. Was machen Sie? Sie sind die Kamerafrau. Eigentlich wäre es ein Milky, aber das sieht aus wie der Brown Black Sugar Bubble Tea. Aber okay, ist fast dasselbe. Tapioca-Katastrophe. Die sind zu durch. Zu durch. Ja. Und mit süß. Also die extra Süße, die da drin ist, könnte der hier vertragen. Fehlt es bei dir? Nur nach Milch. Oh. Als würde ich aber Milch trinken. Ja, das war. Also Milky Technik ist das unterste Liga. Aber der ist nicht schlecht. Und der Pioca ist zu durch. Beinahe der schlechteste. Aber die Perlen sind gut, die anderen, also die Jellies. Lan hat mich nicht umgehauen, beziehungsweise beide nicht, Bubble Tea auch nicht. Bubble Tea sehr weit unten. Und ja, dieser Malatang-Nudelsuppenladen an sich okay, aber die anderen haben einen anderen Geschmack. Für mich ist Fleisch das Wichtigste. Es muss schön zart sein. Als zweites die Brühe, die muss schön kräftig und geil sein. Und danach die Nudeln. Die Nudeln sind für mich das Unwichtigste. Das könnte man eigentlich auch mit Reis ersetzen, für mich. Und ja, andere, die mögen Nudeln halt mehr. Die, für die ist das, ist Nudel das Wichtigste. Fühle ich nicht. Ja, kann man vorbeischauen, aber mich seht ihr dann nie wieder. Das war's von mir. Wie man liked, subscribe, kommentiert, checkt die Videos ab. Folgt mir gerne auf Instagram, TikTok. Ja, den anderen Kanal, den kann man vergessen. Serious Business und ciao.